Im Oderweg in Espenau gibt es seit einigen Tagen ganz besondere Gäste. Eine Waldohreulenfamilie ist dort mit ihren Jungen in eine kleine Baumgruppe eingezogen. Fast nicht zu sehen, in rund 10 Meter Höhe kann, wer ganz genau hinsieht, die siebenköpfige Familie sehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Tiere diesen Platz ausgesucht haben, denn sie sind Menschen gegenüber sehr zutraulich. Bis zu 40 cm Höhe und eine Spannweite von fast einem Meter können die rund 400 Gramm schweren Tiere erreichen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Mäusen und ihre Lebenserwartung liegt bei rund 28 Jahren. Im Jahr 2003 soll der Bestand an Waldohreulen in Deutschland bei 128.000 Tieren gelegen haben und wird als nicht gefährdete Tierart geführt. Dennoch gibt es auch eine traurige Tatsache, denn leider überlebt von den Jungtieren nur jedes zweite. Im Oderweg wird man sich sicher noch einige Tage an den Tieren erfreuen können, doch dann verschwinden sie wieder so schnell, wie sie gekommen sind.